Hey Freunde, da sind wir wieder beim Pokémon Kristall Nuzlocke, was die Welt in Atem hält. Ja, unser Team besteht nun mehr noch aus drei richtigen Mitgliedern. Und gewisse Leute spielen auf Steam jetzt Call of Duty. Ich will nicht sagen, wer es ist, aber wir gehen hier nochmal ein bisschen auf Route 45 durch die Gegend. Und gucken, ob es hier noch Trainer gibt, und die gibt es ja. Was hältst du vom Pokémon-Training? Dann gehen wir in die Dunkelhöhle rein. Das tun wir. Das Trainer Arme. Na Arme? Ach, der kleine Tauboss. Was? Tauboss sogar? 25 ist gecheatet. Wenn ich dann Taubsi trainieren muss, wird das nicht so sein. 25 Tauboss. Mindestens Level 30, wenn nicht sogar irgendwie 36 oder so. Ah, das sollte eigentlich gut Erfahrungspunkte geben. 900, da würde ich doch den ganzen Tag nur Taubosse sehen wollen. Electek. Ich könnte hier natürlich wechseln zu Thaddeus. Ah, dann würden wir den auch noch verlieren. Aber das würde ja auch nichts machen. Da wird das Level-Video zwar eine halbe Stunde länger werden. Aber wir haben ja genug Ersatz-Tentachas und so. Deswegen einfach so machen. Sogar Freesex. Ist ja, die wollen mich entschädigen dafür, dass in den letzten Folgen zwei Pokémon direkt gestorben sind. Aber ich würde mal sagen, ein Freesex auf einer Triplette ist keine Entschädigung dafür. Du verdienst meine ganze Hoch... Halt die Fresse. Wie ich sehe, ziehst du deine Pokémon mit Sorgfalt auf. Die Gemeinschaft, die du bildest, wird dich in gefährlichen Situationen retten. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob ich mit den Trainern auf der Route schon geredet habe. Weil die geben ja bestimmt Telefonnummern. Ich glaube, das hier sind noch mehr oder weniger die stärksten Trainer mit hier in Kanto, von denen man Telefonnummern kriegen kann. Und deswegen hätte ich die eigentlich gewollt. Ich weiß nicht, wir müssen bestimmt eh nochmal 5-mal durch diese dumme Route gehen. Weil diese Route hässlich und dumm ist. Warum ist Panzer Aeron lila? Warum gibt's das hier? Mann! Was haben wir hier gekriegt? Irgendwelche Noob-Scheiße. Das kann nicht wahr sein. Eigentlich geht das nicht. Hier, so muss man Panzer Aeron killen. Mit Spezial-Elektro-Attacken. Sonst kommt man da nicht so schnell vorbei. Okay, oder mit Feuerattacken von mir aus. Deswegen immer solche dabei haben. Wenn man einen Panzer-Aeron begeht. Oh, fast wäre ich hier schon runtergesprungen. Ein Top-Drang. Ja, ja, okay. Müssen wir uns weniger so einen Krempel für die Top 4 dann kaufen. Du? Das schreit noch extrem maßnahmen. Ich ziehe mich zurück in die Berge, um mich in der Kampf vor Kurs. Ich möchte ein Handling. Ja. Und dann müssen wir durch diesen ganzen Dialog nochmal. Yay. Julius. Was hat der jemals für uns getan? Weg. Mein Training. Ja, telefonieren aber. Ja, Udo. Ich muss härter trainieren, um da besser zu werden. Halt die Fresse. Ich weiß nicht mehr, wo wir letzte Folge lang sind. Hatten wir den? Ja, sieht so aus. Ich glaube, ich suche mir dann mal eine Karte von der Route. Warst du schon im Duellturm? Ja, ach, das war der Duellturm von Silien. Ich glaube, nachdem sind wir hier weitergegangen. Gehen wir mal auf die andere Seite. Stimmt, hier war dieser Teich. Ah. Ja, es wäre egal gewesen, wo man lang geht oder was. Da sind wir wieder auf Route 46. Genauso scheiße ist. Hier geht's in die Dunkelhöhle rein. Du, mal gegen dich schon. Ja. Und ich glaube, hier sind wir jetzt ganz unten. Stimmt, wir haben unser Fliegen-Pokémon verloren. Na gut, dann bringen wir halt Dingen so noch Fliegen, weil... ich habe gerade die TMV im Taschen nicht gefunden. Das ist schon irgendwie dumm. Fliegen. Ja.
Ja. Ja. So, fliegen. Fliegen wir auf, wohin uns der Wind führt, nach Ebenholz. Ja. So. Wir sind vor dem Pokémon Center von Emos. Die das brauchen wir aber nicht benutzen, denn wir gehen gleich wieder runter auf die Kackroute. Also weiß, wir gehen erstmal in die Dunkelhöhle. Für die Route suche ich mir dann am Ende der Folge eine Map. So. Sieht ja fesch aus hier. Mal gucken, was wir hier noch so bekommen können in der Dunkelhöhle. Wir hatten ja schon irgendeinen Kleinschirm so gefangen. Das weiß ich noch. Ein wildes Carpador. Und wir hauen davor ab. Ja, ich meine, wir brauchen ja wirklich nicht gegen ein wildes Carpador kämpfen. Das verschwendet doch nur unsere Zeit. Ah, das sieht ja schon wieder fesch aus hier. Das sieht ja schon wieder aus, als gäbe es hier noch einen folgenlangen Erkundungsmarsch. Kleinstadt gibt es ja also auch noch. 23. Ich weiß aber ernsthaft noch nicht wirklich, wo ich leveln soll in der Level-Video. Ich könnte auch einfach einen EP-Teiler benutzen. Habe ich doch inzwischen, oder? Ist doch schon. Obwohl, da bin ich noch weniger. Wenn ich wirklich an den Tintoxas auf den Wasserrouten bis Level 40 trainiere? Hm. Was haben wir denn hier? Mit Ursaring. Mir das einfach mal kaputt. Vielleicht sollte ich auch an den trainieren, aber er kommt da so viel Junk wie Kleinstein und so ein Mist dazwischen. Statt einfach nur Töften Ursarings. Naja, 600. Ja. Ein Beleber. Nutzlos. Brauchen wir nicht. Im Naslock. Das ist dann eh vorbei. Haben wir denn hier noch schon? TM13. Moment mal, ist TM13 nicht eigentlich immer Eisstrahl? Das wäre doch was Schönes. Für irgendein Pokémon. Wir haben inzwischen ein TM zweimal. Okay, wenn wir hier runterspringen, kommen wir wieder nur zu dem einem anderen Teil der Dunkelhöhle, wo wir von sonst wo hinkommen. Von diesem einen Routenteil ziemlich. Aber ich weiß nicht, wie die Routen heißen hier. Oh. Aus dem Kopf. Will ich auch gar nicht. Weil die zweite Generation ja eigentlich nicht so weit oben steht auf der Liste von den Generationen, die ich gut finde. Oder auf meiner persönlichen Rangliste, wenn man das mal ordentlich sagen will, ordentlich ausdrücken will. Er leckt uns ab. Das ist doch immer wieder super. Thaddeus. Thaddeus. Thaddeus, Thaddeus. Ist das dort hinten Scott aus der dritten Generation? Ist doch Scott, der Typ, oder? Der ihn immer stalkt. Dann der Leiter der Kampfzone. Oh, naja, ich hab nichts gesehen. Oh, du hast mich verirrt. Da ich mein Schattenglas trug, habe ich dich nicht bemerkt. Was ich hier mache? Hey, mach dir darüber keine Gedanken. Ich gebe dir ein Schattenglas und du vergisst, dass du mich gesehen hast. Noch? Für ein Schattenglas. Ja, von mir aus. Schattenglas. Ja, dass es die Kraft von Unlichtattacken verstärkt, weiß ich, mein Freund. So, mehr gab's ja nicht im oberen Teil. Das heißt, ich glaube, hier gab es da noch den Kaskade-Wasserfall. Das heißt, wir sind hier noch nicht ganz fertig. Es wäre scheiße, wenn wir noch nicht fertig sind. Momentchen mal. Ja, nee. Hä? Irre ich mich jetzt oder gab es hier gar keinen Kaskade-Wasserfall? Das ist gerade eine schwere Frage für mich hier. Überhaupt ein Kaskade-Wasserfall? Glaube ich irgendwie gerade nicht. Wildes Kleinstein.
Weg hier. Level 2. Wir haben nichts mit Rock Smash dabei. Fein! Hammer nice. Hallo. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier zur Seite raus. Hä, komisch. Ich dachte eigentlich, hier gibt's ein Kaskade-Dings. Habe ich mir das eingebildet? Oder denke ich jetzt gerade irgendwo an einen anderen Ort? Hm. Ich glaube, umso mehr sollte ich Karten zu Rate ziehen. Umso mehr sollte ich die Karten zu Rate ziehen. Nee, doch mit Blitz. Fliegen. Ja. Ich dachte, in der Dunkelhöhle gab es irgendwas Besonderes noch. Scheinbar ja nicht. La 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 la. Bang, 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 bang. So, kleinen Moment, ich guck gleich mal auf einer Karte nach. So, mit einer Karte im Gepäck, jetzt wird's... Jetzt haben wir es aber geschafft, ne? Wenn ich eine Karte benutzen muss, dann hat's das Spiel geschafft. Ich will euch ja so viel wie möglich zeigen. So, Kollege, du! Dich haben wir schon. Ich bin eher langsam, was das Denken betrifft, weißt du? Deswegen ist sich alles auf... Yeah, ich glaube, das war gut, wir müssen uns wiedersehen. Ja, von mir aus. Oh, wenn du erneut kämpfst. Ja, klares Nein und so. Ist gut. Nein, ich will den noch nicht anrufen. Halt die Fresse, Holger. Ich lösche dich. Ja. Du möchtest meine Nummer. Ja. Günther. Das ist richtig. Günther. Halt die Fresse, Günther. So. Die Alte hat man schon. Ja, keine Pokémon, vielleicht sowas gibt's nicht. So. Hm. Okay, auf der Seite gibt's mal irgendwie gar nichts. Ein Gravela. Ein Geoorb, meine ich. Wir sind ja hier in Dorfdeutsch. Ich weiß, dass das Graveler heißt. Aber trotzdem. Ein Graveler. Attacke Self tief. Oh ja. So. Jetzt sind wir hier. Auf Route 46. Geht's hier noch rüber zu... Leuten, die wir schon besiegt haben. Okay. So. Damit hätten wir jetzt den ersten Trip erstmal. Natürlich, Engels. Wenn ich hier schon eine Karte brauche, dann will ich gar nicht wissen, wie das dann in der nächsten Folge im Kesselberg aussieht. Denn der Kesselberg ist ein noch größeres Chaos als dieser Ort hier. Ob man es glaubt oder nicht. Weiß nicht, ob ich mir dafür dann auch extra Schutz kaufen werde, denn im Kesselberg gibt es eigentlich nur eine wirklich interessante Sache für uns abzustauben. Der Rest dort ist weniger spannend. So, gehen wir mal hier runter. Den hatten wir. Wie es ausschaut. Nutzen wir Surfer, oh ja. So, was... Ich weiß nicht... Ja, da drüben, das war der Vogelheini, den wir auch erst diese Folge besiegt hatten. Stimmt, macht Sinn. So, dann gehen wir jetzt hier lang. Den hatten wir auch heute erst registriert.
Und hier war es doch eigentlich letztendlich egal, wo man lang geht, oder? Ja. Oh, da drüben ist noch einer. Das Problem ist halt, dass die Trainer auf der Karte nicht verzeichnet sind, genauso wenig die Gegenstände. Das ist ein bisschen doof. Es war woanders noch angegeben, was es für Gegenstände gibt, aber nicht wo. Die Trainer sind auch hier angegeben, aber auch nicht genau die Orte, wo sie stehen. Das ist nur das Layout. Das reicht mir zwar. Den Typen dort oben, den nehmen wir noch mit. Barriere. Nope. Aber ganz sicher nicht. Nein. Ja. Männchen mal. Sorry. Ich musste die Map weiter nach unten scrollen. Scrollen. Nicht scrollen, sondern scrollen. Nein, nicht Blitz. Ach, fliegen. Wie ein Vogel. Ja, nach Ebenholz. Warum gehe ich ins Pokémon Center? Oh Mann, ich bin total durcheinander. Komm, ich will nur noch auf dieses eine Stück Rasenfläche dort gehen, wo dieser Fettsack steht und den noch wegkloppen. Ist das denn so schwierig? Da! Ich reg mich auf. Donphan, coole Sache. Gibt das wenigstens XP? Müsste es. Dauert schon eine Weile. 600. So, ne, wie das andere entwickelte Zeug hier. Wird das halt öfters vorkommen, würde ich gar nichts dagegen sagen. Und hier Level. Ah, dann kommt zwischendurch immer noch so ein Kleinstein. Verzaubert mir das schon. Skorgler gibt's auch. Mann! Und was haben wir hier gekriegt? Noch ein Kleinstein? Ich frage mich, wie viel Pech kann man haben bei so einem Nuzlocke? Ja, deswegen sollte man den vielleicht eher mit einem Randomizer spielen, damit man auch was Gutes bekommen kann. Deswegen, wenn ich nochmal einen Nuzlocke machen sollte, dann nur mit Randomizer. Oh ja. Oh ja, der Randomizer. Da können ganz lustige Sachen bei rumkommen, wenn man mit Randomizer spielt. Endlich, ey, der letzte Typ hier. Ey, du hast Mumm in den Knochen, aber weißt du was? Wenn du um echte Courage geht, bin ich der Mann. Männlich. Super männlich. Philipp. Der heißt Philipp. Na, okay. Ist nicht so geschrieben. Also, Reuter wird anders geschrieben, aber er ist trotzdem so. Das kotzt mich irgendwie schon wieder an. Dass er auch nur so einen Junk wie Kleinstein benutzt, das sagt alles. Oh, Georock. Hat er dann noch einen Geowatz? Das wäre irgendwie cool. Ich glaube aber nicht, dass er das hat. Deswegen ist er weniger cool. Die Attacke ist sehr effektiv. Und, jupp. Er hat tatsächlich noch ein Geowatz. Neues. Du, mein Freund, wenn du mir deine Telefonnummer geben würdest. Was denn Geowatz? Das müsste doch über 1000 XP geben. Komm. 1000. Über 1000. Nice. Das wär schön. 908. No. Komm schon. Meine Pokémon war da nicht couragiert genug. Mensch, will ich dieses KP plus? Ich trinke immer die von meinem Pokémon. Ich kann nichts dagegen tun. K
Okay, du trinkst KP plus. Okay, wenn du meinst. Ja, wenn du meinst, ja, natürlich. Und trink natürlich KP plus. Also Steroide für Pokémon. Wir sehen uns.